Herzlich willkommen zurück zu A Black Tale und der dritten Folge unseres Abenteuers. Wir sind jetzt geflohen, sind ins Wasser gesprungen und jetzt müssen wir mit unserem kleinen Hugo, jetzt haben wir es, erstmal gucken, dass wir Hilfe finden. Und damit geht es los. Schön sieht's aus. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Laurentius ist der, genau. Der Doktor. Wo sind denn nur alle? Gute Frage. Können wir schon was nehmen? Nee. Ein Gestüt. Die Pferde sind noch drin. Die sind ganz schön groß. Die tun dir nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen weiter. Stimmt, wir können jetzt nicht auf Pferde reiten und uns Pferde kümmern. Auch wie die beeindruckt aussehen. Ein Schwan, eine Gans. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Da finden wir irgendwo einen ordentlichen Apfel. Mal sehen. Ist alles zu, ich bin auch nicht weiter. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Wenn der Rauch ist, ja. Oder es raucht einfach einer. Guck mal hier rein. Nee. Das ist sehr beeindruckend gestaltet, die Gegend. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Tja, wir klopfen einfach mal. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Toll. Die wissen bestimmt mehr. Also zugeben. Und die haben einfach nur Angst. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Ruhn wurde angegriffen. Hallo? Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Was ist denn hier nur los? Komm, kleiner Junge. Genau. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Gute Frage. Ja, das werden wir bestimmt rauskriegen. Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Aber ich bin die Tochter eures Herrn! Hä? Die wissen wahrscheinlich wirklich mehr, als sie zugeben. Wir haben ein paar Steine eingesammelt. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ja. Das würde ich auch sagen, Hugo. Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wo? Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Genau. Ist gut, tut mir leid. Kein Problem. Jetzt weißt du es ja. Klein Hugo. Und ziemlich viele Kranke. Das Dorf ist verseucht. Ja, oder so. Darum verstecken sich alle. Aber wo ist ja Stimmung? Dort nicht. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Ja, stimmt. Oh, oh. Mein Gott. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat.
Jetzt steht ihr Konrad Malfort gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Uwe, da rennt! Was ist los, Amicia? Tolle Hilfe! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Bestimmt. Lauf, Hugo, komm. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell. Na, hier rein. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Warte. Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Geh mal gucken, da kommen wir jetzt vorbei. Oh. Komm hier hinten lang, ja. Alle gegen uns. Jetzt oder nie. Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Müssen wir jetzt geduckt. Weiter rennen. Wo sollen wir lang? Hier lang. Komm, lauf so schnell du kannst. Durch die Wäsche. Frisch gewaschen. Komm schnell, Hugo, schnell, hoch! Schnell. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Und jetzt? Ah, hier. Los, schieben wir sie. Ja. Also kurz mal, also wir müssen von der anderen Seite ran. Lass mal los. Von der Seite vielleicht. Wir müssen schieben. Na gut, kein Mucks. Leise schieben, nicht schlecht. Ja, dann kommen wir dann da hoch. Gut, warte, hier liegen noch Steine. Also haben wir schon genug. Okay, hoch mit uns. Komm, kletter hoch. Ja. Mach leise. Kriegen wir da Steine? Vielleicht kann man was anderes noch einheimsen, aber sieht nicht so aus. Nee. Da geht's bestimmt hier vorne hoch. Oder? Hä? Da oben geht's hoch, aber wir kommen nicht da hoch. Ich will irgendwas ranziehen wieder. Aber was? Das ist kaputt. Ja. Den Wagen können wir ja schlecht hochhieven. Was dagegen schmeißen vielleicht? Nee. Tja, aber die Steine liegen ja auch nicht umsonst da. Da oben ist eine Kiste. Wo? Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Ah. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Achso, warte mal, wir sind auf der anderen Seite ran. Gut gesehen, Hugo. So, aber jetzt schnell. Hilf mir beim Schieben. Ja. Ach, schweres Gewicht hier. Oh, schieb mal gerade. Okay, Steine auffüllen. Jetzt nichts wie hier hoch. Kletter hoch, ich helfe dir. Oh. Voll Angstspiel, hä? So. Wollen wir jetzt in Sicherheit sind? Wir haben es geschafft. Gut. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Sieht alles positiv. Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit. Sie wird nicht halten. Nein! Super. Hab ich doch gesagt. Und jetzt? Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Wohin? So, ich gehe hier durch. Sehr gut.
Da bist du ja. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Feuer. Und jetzt? Na los, komm schon. Oh. Der ist aber stark, der Kleine. Gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Egal. Du hattest recht. Oh. Wir müssen nach Hause. Nein. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Ja, wir brauchen den Arzt. So, starker kleiner Junge. Amicia, versteck dich. Und? Wo zum Teufel sind Sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren Sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle schicken. Oh, ja, ja. Die kommen hier nicht lebend raus. Beruhigend. Komm schon. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Hast du das Geräusch da drüben gehört? Ich sehe mal nach. Mach keine Dummheiten. Oh, der sieht uns. Oh. Ja, geh weg. Nicht uns sehen, nein, nein, nein. Schlag Alarm, da ist jemand. Au, ein Stein, au. Ui, das war nicht richtig. Neustart vom Kontrollpunkt. Konrad okay. Hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und während der... Hä? Der eine stand zu weit vorne, jetzt war da hinten wieder. Okay. Das ist krass. Hier haben wir einen Topf. Wir haben ja noch einen Topf. Wo schmeißen wir den mal hin, den Topf? Dahinter. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Aber der guckt das noch blöd nach dem Topf. Okay. Nein, nicht schon wieder. Hier! Lauf! Was jetzt? Ich weiß nicht. Lauf, Hugo, lauf! Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Komm rein. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell! Sie wissen, wir sind hier. Jetzt müssen wir ja weg. Nein, sie klemmt. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Genau, los, schnell, 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 Junge. Hugo! Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Oh, oh. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Oh. Hugo, tu doch was. Oh, oh. Oh. Komm, Junge, schnell. Oh, danke. Nicht mehr, Amicia. Du musst. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Kleines Stück? Die kennst du ja gut aus. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Oh, danke. Oh. Danke, nette Frau. Wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Dankeschön. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Hm. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Oh, ja, 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 ja. Das tun wir uns mal noch an. Mal nach oben gucken. In einer Truhe im Schlafzimmer. Ach, hier vorne. Oh, hier gibt's Klamotten frische. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte.
Ach, dass der mal wegrennt. Naja, hier liegt was. Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. Mhm. So, jetzt sind wir natürlich schön hier im Schlafzimmer. Gibt es hier noch was zum Einheimsen? Nee. Hugo oder Hugo, ja, dem ist unten. Wir machen Pause und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von A Plague Tale. Bis dahin, euer Jaro 85.